Yo, hey Leute, herzlich willkommen zurück. Da drüben ist ein... Ach, das ist ein Schleimdrakon. Das muss man natürlich auch erstmal sehen. Die sehen halt alle teilweise gleich aus. Okay, ohne Hilfe kriegen wir den nicht so easy hin. Irgendwo hier müsste eigentlich der Teleporter sein. Eigentlich irgendwo dort, laut Karte. Auf Screenshots sah das Teil viel blauer aus, also der Schild. Nur mal so, um es nebenbei zu erwähnen. Ja, kann natürlich auch sein, dass er da auf dem Turm irgendwo ist. Deswegen gucken wir uns den Turm jetzt mal oder nehmen wir den Turm mal unter die Lupe. Ach, da drüben rechts. Oh Gott. Da ist er. Hm, dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignadon aktiviert. Nice. Also können wir jetzt auch zu den Klerikern. Ja, ich würde aber erstmal zum Mana-Herz runtergehen. Frage ist, ob es dort eigentlich auch einen Teleporter gibt, aber ich glaube nicht, oder? Nein, da gibt's nichts. Inverter ist da, Small Camp wäre da. Ja, das sollten wir eigentlich auch alleine schaffen. Von der Farm aus ist es ja bloß ein kleines Stück, einen Berg runterspringen. Mehr ist das ja nicht. Hatten wir ja sogar schon mal gemacht. Ja, und wann wir uns dann den Typen stellen können, wahrscheinlich als Berserker. Nein, oh Junge. Lauf, Schlampe, lauf. So. Behalte immer die...
Zum Quatschen fehlt mir die Zeit. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? So, was ich mich jetzt frage, wo die gute ist. Mal im Questlog nach, ob es da gab's da was Neues. Oder meint die ein anderes Herz? Ach, die meint. Ach, stimmt, das ist das. Ah, okay. Ja, da war ich auch schon mal. Das, in der Gegend war ich schon mal, als ich Game getestet habe. Mitkommen. Natürlich. Lol. Wieso war der jetzt eigentlich direkt tot? Dann halt nicht. So, wann sind wir denn überhaupt nächstes Level? Ach so. Ah, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, was auf jeden Fall auch schön ist, die Welt wird immer wieder mit neuen Mobs vollgesetzt. So, da oben hatten wir ja noch Banditen, falls ihr euch erinnern könnt. Zweite Folge. Dass die Viecher immer noch so viel aushalten, ist auch der Wahnsinn. Wenn unser Zeitalter naht, dann kommt das hier alles weg. Ich helfe dir. Ich greife an. Okay, der andere ist mal wieder mal zu stark, ne? Gut, dann gehen wir doch erstmal zum Lager zurück. Ich dachte, hier gab es auch einen neuen Mob. Gut, dann gehen wir mal in die Richtung dahinter.
So, was ich mich gerade frage, ist, ob es in der Observationsstation, ob es da was zu eine Truhe gab. Da fehlt noch was. Der Baumstamm, der hat ausgesehen wie ein Mob. Wenigstens sind wir hier in einem Gebiet, wo mir diese doofen Spinnen nicht auf den Sack gehen. So, und hier drüben, das ist im Prinzip auch komplett das Anfangsgebiet hier. Da durfte man auch nicht zu sehr nach links gehen, weil da war nämlich auch schon so ein Bandit. Das zeigt im Prinzip wieder, dass die Welt hier halt gefährlich ist. Hey, ach, das ist die hier. Ja. Ich dachte schon, du lässt mich hier hängen. Geht's dir nicht gut? Du siehst so. Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch furchtbar. Die Meditation in Abessa hat mich ziemlich mitgenommen. Es ist irgendwie, als hätte ich gar kein Gefühl mehr in den Knochen. Kein Gefühl, sagst du? Oh. Du meinst also das Elex, ja? Verdammt. Ich hatte vergessen, dass es diese verheerende Wirkung hat, wenn es nicht zu Mana umgewandelt wurde. Ich brauche unbedingt mehr pures Mana, um diesen Effekt abzumildern. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ich will nicht zur emotionslosen Maschine verkümmern. Fein. So, jetzt warten wir aber noch ganz kurz. Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben mich abgelehnt. Rettung. Alle haben sie die Rettung versprochen. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. Ja, dort hinten ist der Bandit. Da wird die uns wohl gleich drauf hinweisen, gehe ich mal stark davon aus. Weil schon einfach mal. Ich dachte, du wolltest zu einem Weltenherz. Ja, richtig. Ich habe es nicht ganz bis dorthin geschafft. Aber jetzt, wo du da bist, können wir ja zusammen dorthin. Dann lass uns gehen. In Ordnung. Oh. Fuck. Hoffentlich ist er geschwächt. Irgendetwas stimmt mit dem Ding nicht. Normalerweise wird ein Weltenherz von unseren Leuten bewacht. Dieses offenbar nicht mehr. Okay. Dann sollten wir uns auf einen Kampf einstellen. Auch größere Mengen Mana ziehen Viehzeug an. Frage ist nur, ob das ein Echter ist, also... Achtung!
schaff's mal nicht. Ja, das ist ein Echter. Gut, meine Methode. Ich weiß es nicht, was wir jetzt gegen den machen sollen. Dich hol ich mir. Hä, wer schießt denn da mit den Granaten? What the fuck? Oh, ach, sie ist das. Okay, da müssen wir aufpassen wegen ihr, ne? Hat sie ja gesagt. Dass sie sich manchmal nicht unter Kontrolle hat. Lass mich nur. Schön gemacht. In der Feuerresistenz. Kann man nicht auf den Dingern oben. Okay, dann machen wir es halt so. Auch. Schlafen wir erst nochmal bis zum nächsten Tag. Es wird nämlich schon fast dunkel. Wegen dem Mob da. Wegen dem Nachtschatten. Der ist uns halt noch ein bisschen zu stark. Deswegen würde ich es eigentlich bevorzugen, wenn wir. Erstmal auf. Ach, das sind Minen. Ah. So machen wir das. Also, passt auf. Okay, das macht dem Typ einfach kaum Schaden, ne? Bleib hier stehen. Wenn du. So.
Da. Wow. Fuck. Okay, der Nachtschatten ist auf jeden Fall schnell. Manometer. Geht mir doch mal nicht auf die Klöten. Gut. Hört auf. Hat mich selber reingelatscht in die Scheiße, Mann. Natürlich nicht gespeichert. Oh, Mann. Oh, es kann nicht sein, Alter. Es kann einfach nicht sein. Das ist doch nicht normal, oder? Wisst ihr, die Beißer, also alles, gegen alles kannst du irgendwie was machen, außer gegen die Fischer. Jetzt sind komischerweise wieder bis 2 gekommen, ne? Let's
Ach, der kann gar nicht so weit spucken. Ist natürlich auch interessant zu wissen. Leider habe ich nicht genug Pfeile, weil da brauchen wir bestimmt 1000 Pfeile. So, soll sich der Typ erstmal zurückziehen. Komisch ist ja im Prinzip, egal wen du hier mitnimmst, ne, die können fette Rüstungen haben. Die hat nur wiederum keine fette Rüstung, also das ist so... Wenn sie sich selber heilen würde im Kampf, wäre schon richtig geil. Die heilen sich ja auch nicht, also alle nicht, ne? Nein. Gut. Hör auf, sie anzugreifen. Nein! Oh. So, Guys. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Zardas.